Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück hier auf meinem Kanal in meinem Daily Vlog. Heute schauen wir uns zusammen das Bildmaterial von der günstigeren Action Cam an, die mir mein Schatzi geordert hat. Das Ganze gleich nach dem Intro. Vorher aber nochmal eine Geschichte, und zwar ein Kollege hat mir erzählt, es wäre vielleicht schlauer, weil nicht jeder immer das Video bis ganz zum Ende guckt, vorher mal darauf hinzuweisen, wenn euch meine Sachen gefallen, die ich mache, lasst mir ein Abo da. Und ja, den Rest gucken wir uns dann jetzt nach meinem Intro an. Nehmen wir es vorweg, ich schicke sie zurück. Hat mehrere Punkte. Zum einen bin ich mit der Leistung des Mikrofons absolut unzufrieden, wie ihr jetzt mal hören könnt. Ist jetzt die Frage, wie ist das Mikro? Das sehen wir ja dann gleich. Dann, sie unterstützt kein S-Log, was für mich im Workflow dann halt eher negativ auffällt. Ich kann nicht Weite des Objektivs korrigieren, wie jetzt zum Beispiel in einer GoPro, wo man halt sagen kann, ich möchte super weit, was dann schon fast fischeiig ist, oder nur weit oder halt fast normal. Fand ich sehr, sehr schade, wäre noch eine Sache, die ich gern gehabt hätte, weil so wirkt es extrem weit die ganze Zeit und man müsste ziemlich nah an Objektive, an Objekte ran und das sieht auch wieder blöd aus. Und also wie gesagt, es gab viele, viele Punkte, die mir einfach nicht gefallen haben und deswegen schicke ich sie zurück. Aber schaut jetzt einfach mal selbst, guckt mal, wie sie sich in dunklen Verhältnissen verhält. Ich habe aufgenommen, wie ich mit unserem Hund rausgehe aus dem Flur. Es war nachmittags irgendwie 14, 15 Uhr. Ihr werdet dann sehen, es ist, sie hat in den dunklen Geschichten direkt zu kämpfen. Und das kenne ich von GoPros. Da ist es einfach ein bisschen anders. Aber seht jetzt einfach mal selbst und entscheidet dann auch selbst. Das ist jetzt mal so ein Test von dem Mikrofon, was eingebaut ist. Quasi diesen Kamera-Scene-Effekt kann man ja einstellen. Das funktioniert bei der Kamera nicht gut. Man muss natürlich jetzt auch zugutehalten, diese Kamera hier kostet 35, 37 Euro. Hat super Zubehörpaket dabei. Wie wird es jetzt weitergehen, was das angeht? Ich habe da zwei, drei Optionen. Definitiv, wenn ich mir nochmal eine Action Cam holen würde, wäre es entweder eine GoPro oder die von Sony, weil bei beiden weiß ich, die Qualität ist mega. Die andere Option, die es für mich persönlich noch geben würde, wäre mir eine Sony RX100 ab Mark 4, also Mark 4 oder Mark 5. Die Mark 6 wäre für mich eher raus, weil diese Kamera ist eigentlich eine super Vlog-Kamera zum Vlogs drehen. Sie dreht auch in 4K, ich glaube auch mit 30 FPS, was mega cool wäre. Und sie kostet in etwa genauso viel wie die hochpreisige GoPro oder die hochpreisige Sony Action Cam. Aber das ist quasi noch Zukunftsmusik, weil jetzt ist erstmal mein Schatz ihr Meister dran. Dann haben wir noch ein paar andere Pläne und vielleicht passt es ja irgendwo rein und vielleicht bleibt mal irgendwo was über, dass man es sich mal so einfach holen kann. Vielleicht sieht es ja jetzt auch Sony und sagt, ey, komm mal her, du nutzt ja eh komplett Sony, wir leihen dir das mal einfach. Das wäre eine geile Sache. Also gerne sponsort me. Ja, keine Ahnung, wie macht man das? Irgendwo was verlinken? Keine Ahnung. Nein, Scherz. Wenn, dann hole ich mir das schon irgendwie alles selber, weil ich möchte real bleiben und mich jetzt hier nicht irgendwie von zig Leuten andauernd sponsern lassen, weil wenn, dann würde ich es euch eh sagen, dass das und das jetzt gesponsert ist. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen über die Kamera. Ich verlinke sie euch unten trotzdem mal, weil an sich finde ich sie nicht schlecht, wenn man jetzt wirklich sagt, ich will, keine Ahnung, irgendwo tauchen gehen oder Skifahren und keine Ahnung was. Man macht dafür, es waren jetzt glaube ich 38 Euro, hatte ich gesehen, definitiv nichts verkehrt. Sie macht 4K-Bilder super, sie kann auch Slow-Mo mit 120 Bildern in HD. Alles schön und gut, sie hat ein großes Zubehörpaket eigentlich so an Halterung und so dabei, was zum Beispiel bei einer GoPro gar nicht dabei ist, soweit ich weiß. Aber
für das, wofür ich sie gern genutzt hätte, reicht sie mir nicht aus. Echt jetzt? Jetzt? Sorry. So, Spülmaschine ist dann nun auch endlich fertig. Dafür, wofür ich sie gerne genutzt hätte, reicht sie einfach nicht aus, beziehungsweise das, was ich von ihr dafür brauche, erfüllt sie nicht und deswegen geht sie für mich zurück. Ich werde da jetzt auch nicht großartig nach anderen gucken, beziehungsweise wenn ihr eine günstige GoPro-Alternative habt, die nicht nur extrem weitwinklig, wo man auch softwaretechnisch sagen kann, so wir verschmalern jetzt die Objektivlänge und wo man vielleicht auch S-Log einstellen kann, dann kommentiert das oder schickt mir einfach direkt einen Link. Ich wäre euch super, super dankbar dafür und ja, wir sehen uns morgen wieder. Bye, bye!